Oh, ist es schon wieder Zeit für Geschichten aus der Kluft? Ja, ich stehe gleich auf. Hallöchen, liebe Leute. Schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Geschichten aus der Kluft. Woo! Ja, wir machen das heute wieder so ein bisschen in Vlogform und ihr seht, wir sind schon schön angezogen. Mein Onkel heiratet nämlich heute und natürlich sind wir ganz traditionell im Dirndl. Heute werfen wir einen Blick auf die Heimat der Jordels. Ja, der Stadtstaat Bandle City liegt im Südosten von Valoran. Die große Mehrheit der Jordel-Gemeinschaft lebt in der Stadt. Bis vor ein paar Jahrhunderten waren die Jordel noch Nomaden. Alter, ist das schwer. Bis vor ein paar Jahrhunderten waren die Jordels noch Nomaden, die rund um den Kontinent reisten. Die Stadt liegt mitten im Jordelland und wird von so einem Gebirgszug geschützt. Die Regierung von Bandle City ist sehr volksnah, also man ist wirklich wie eine kleine, starke Gemeinde. Man wählt Beamte, diese haben verschiedene Aufgaben inne und das funktioniert ganz gut. Der derzeitige Leiter dieser Stadt Bandle City ist Major Dennison Jade Fellow. Auch wenn die Jordels in ihrer Statur etwas klein sind, bedeutet das nicht, dass sie nicht kämpfen können. Was ihnen an Statur fehlt, machen sie mit guter Bewaffnung und übermäßigem Fleiß wieder wett. Die haben sogar Spezialeinheiten, also die sind ganz schön pfiffig drauf. Drei von diesen Spezialeinheiten möchte ich euch jetzt gerne vorstellen. Das Meckling-Kommando ist so ein bisschen was wie eine Legende in Bandle. Mehrere Jahrhunderte alt sind sie die älteste existierende Militäreinheit der Jordels. Bekannt sind sie vor allem für ihren Mut, ihre Tapferkeit, aber auch für ihre Skrupellosigkeit und Tödlichkeit. Also hinter mir seht ihr jetzt so ein paar Weintrauben, Felder, Weintrauben, Sachen für Wein. Wir sind hier nämlich in der Wachau und jetzt zeige ich euch was ganz Cooles. Seht ihr das da? Rosen. Die pflanzen nämlich Rosen an, bevor die Reihe mit den Trauben losgeht, damit die wissen, wenn die Rosen nämlich mit Schädlingen befallen sind, wissen die, dass da halt in dieser Reihe, wo die Trauben wachsen, Schädlinge sind. So, aber jetzt zurück zu unserem Sonderkommando. Das berühmteste Mitglied dieses Kommandos, das sich in der Liga der Legenden befindet, ist Tristana. Die nächste Spezialeinheit nennt sich Speertrupps des Mutterschiffs. Und die Leute, die dort dabei sind, das sind ganz, ganz flinke Speer. Unter anderem, wir kennen daher den lieben Timo. Er ist so ein guter Speer, dass er ganz viele Aufträge auch einfach alleine schafft. Ja, die letzte Spezialeinheit ist eine Fliegertruppe, genannt die kreischenden Jodelnattern. Mit Kork in ihrer Spitze fliegen sie regelmäßig Aufklärungsflüge über Valoran. Die Beziehungen zu anderen Stadtstaaten sind vorwiegend positiv, was wahrscheinlich an der allgemeinen Einstellung der Jordels liegt. Jordels brauchen beispielsweise viel, viel mehr Interaktion mit der eigenen Rasse als die Menschen zum Beispiel. Sie sind friedliche und freundschaftliche Wesen, die eine Menge Frohsinn verbreiten. Moralisch sind die Jordels überwiegend gütig und milde. Deswegen kommen sie gut mit Demacia aus und haben dort auch ihre Botschafterin Poppy. Viele Jordels verlassen Bandle City auch, um nach Piltover zu gehen, um dort die Jordel-Akademie zu besuchen. Auf Bilgewasser sind sie eher schlecht zu sprechen, da die Piraten öfters ihre Schiffe überfallen. Zu Ionia gibt es eine neutrale Beziehung. Es herrscht nur sehr wenig Kontakt zwischen den beiden Stadtstaaten.